Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Wir sind hier an diesem wunderschönen Wasserfall. Schaut euch das mal an, das sieht doch. Ich wünschte, ich hätte das, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, aber da sehe ich immer nur brausende Züge vorbei donnern. Nicht zu vergleichen mit dem hier. Aber gut. So. Wir sind hier irgendwie an so einer Art Tempeleingang jetzt, ne? Nur weiter oben. Vorher waren wir da unten. Dann sind wir hier durchgelaufen, durch die Rätsel. Und jetzt sind wir hier oben und ich denke mal, wir müssen da oben zu dem Vögelchen. Was da auf der Stange sitzt. Und dann müssen wir, weiß ich nicht, ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wir springen jetzt mal da dran. So. Das sehe ich schon. Ja, okay. Einmal hoch. Und jetzt haben wir hier rum. So, dann darüber. Oh oh. Holla, die Waldfee. Das war knapp. Hopp. Und einmal hoch. Zit. Extravagant. Hört ihr mich? Das gefällt mir gar nicht. Tja, mir irgendwie auch nicht. Ich vermute ja mal, dass die bösen Kerle dahinter stecken. Ach, der ist stehen geblieben, ne? Ich dachte, das wäre wieder so ein Zeitding gewesen. Da bin ich doch lieber vorsichtshalber mal abgesprungen. Bist so. Du da? Alles da? All die Satelliten und Computer perfektionieren nur die Kunst, Selbstgespräche zu führen. Ja, das sagst du in dem Let's Player. Okay, dann darüber. Einmal hoch. Hoch. Lara? Ach, da können wir nicht hoch. Darüber. Dann da oben hin. Oh, die kann immer springen. Alter Schwede. Muss denn immer hier die Steine runterfallen? So. Einmal darüber. Kamera. Kamera lässt mich wieder hängen. So, und da dran. Hallo? Hört ihr mich, Jungs? Was zum Teufel treiben die da? Tja. In dem Fall keine Selbstgespräche führen. So, da haben wir es geschafft. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir hier alleine sind. Oder ob wir hier wieder böse Buben ausschalten müssen. Oder vielleicht auch wilde Tiere. Das sollte nicht hier sein. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Es gehörte Mutter. Ach, sieh mal einen an. Sid, kannst du mich hören? Wo steckst du denn? Also wir sind jetzt da, wo wir am Anfang, nee, nicht am Anfang, aber ziemlich am Anfang diese Zwischensequenz gesehen haben, wo sie noch klein war mit ihrer Mutter. Da befinden wir uns jetzt. Was ist das? Ah, verstehe. Hui! Ja, das Ganze nochmal, please. Ach ja, wir müssen ja immer springen dabei. Ich vergaß. So. Ach, sieh mal einer an. Böse Buben. Ich höre jemanden. Ja, mich hörst du. Und jetzt stirbst du. Ara, du musst schneller nachladen. Das dauert mir irgendwie viel zu lang. Was ist das da? Achso, das ist eine Waffe. Okay. So, wenn da welche sind, dann kommen hier bestimmt noch mehr. Mal ein bisschen auf den Boden achten, nicht, dass wir irgendwelche Fallen noch auslösen. Das wäre nicht so schön. Mhm.
Wieder ein Rätsel, vermute ich mal. Ich glaube, wir sind hier alleine. Wir sind jetzt hinter dem Wasserfall. Da sind Stangen. Da ist eine Tür. Hier sieht nach dem sicheren Tod aus. Ja, ich würde sagen, bietet sich an, springen wir mal darüber. Zack. Einmal hoch. So, dann da dran. Noch einen hoch. Wie hoch geht denn das hier, meine Güte? So. Und liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen, ne? Wollte ich nochmal so erwähnen. So. So. Ein großes Gitter, wo wir eigentlich so durchpassen könnten. Oh. Gegner. Oh oh. Das fand ich so gut. Da wollte ich eigentlich nicht hingeworfen haben. So, der ist schon mal weg. Die schießen aber gut. Oh, wir haben gar nichts zum Heilen, das ist aber nicht gut. Da liegt ein Medikit. Trifft der uns hier, ja, ne? Ich denke mal. Also, wir sind schon auf jeden Fall schon mal geheilt, das ist schon mal viel wert. Komm schon, Lara. Oh, wir werden aber oft getroffen. So, sind wir hier in Deckung? Ja, ne? Ah, das ist nicht so gut. Boah, die Handgranaten sind echt kacke. Voll schwierig damit zu werfen. Ah, die ist gut. Da hat sie ihn hinterm weggehauen quasi. Finde ich gut. Da war die Granate ja doch noch sinnvoll. Und man findet ja auch immer wieder welche, das ist auch gut. So. Was sagt denn eigentlich unsere Lebensanzeige? Kann ich die irgendwo sehen? Anscheinend nicht. Ah doch, jetzt. Ja, okay, ich glaube, wir nehmen nochmal ein Medikit. Was? Oh, kommst du denn her? Nehmen wir mal die Shotgun. So, Katze, komm her. Und tot. So. Warum kommen eigentlich immer nur Jaguars? Gibt ja auch noch so viele andere Tiere. Da hätten sich, da hätten sie eigentlich auch mal ein bisschen mehr Vielfalt reinbringen können. Quasi Artenvielfalt. Da ist ein Seil, da ist eine Treppe. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Da ist ein Seil. Oh oh. Das hat mich irgendwie an Dark Souls jetzt erinnert mit dem Stein. Wir sind nur in dieselbe. Was? Wo kommt denn der her? Das war in Dark Souls aber nicht, da war nur ein Stein. Na gut, jetzt wissen wir es ja. So, der ist schon mal tot. Machen wir das Ganze nochmal, aber diesmal ohne zu sterben. So, muss ich nur gucken. Man kann hier in die Nischen springen, ne? Ha! Ach, hier kommen immer weiter Steine, oder wie sehe ich das jetzt? Kommt hier nochmal einer jetzt? Ne.
Jetzt ist vorbei, ne? Wie es aussieht, ja. Und die Tür öffnet sich. Irgendein Secret hier? An der Treppe vielleicht? Nein. Okay. Dahinter ist auch nichts. Nee. Hey, schon offline. Lara. Ach nee. Sie suchen also auch den Galali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Das würden Sie auch gern können, was? Aha. Sie zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Naja, ich pass auf. Und wie ich aufpasse. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Passen Sie jetzt gut auf. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Das würden Sie auch gern können, was? Passen Sie jetzt gut auf. Wir reden irgendwie zu viel, die Bösewichte hier. Passen Sie jetzt gut auf. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Ich verstehe, dass Sie Ihr Leben lang nach diesen Artefakten gesucht haben. Tja, aber diesmal waren Amanda und ich schneller. Passen Sie... Hey, was machen Sie denn? Ich dachte, Archäologen wären viel vorsichtiger. Ich muss ihn damit treffen, oder was? Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Hey, hau mal ab. Machen wir es auf Ihre Weise. Passen Sie jetzt gut auf. Lass mich doch mal in Ruhe. Hau ab, du. Machen wir es auf Ihre Weise. Genau, Fahren Sie zur Hölle, Lara. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Fahr du zur Hölle. Das würden Sie auch gern können, was? So, schnell dahin. Dass Sie Ihr Leben lang nach diesen Artefakten gesucht haben. Tja, aber diesmal waren Amanda und ich schneller. Machen wir es auf Ihre Weise. Ich hatte sie selbst in die Luft gejagt. Trottel. Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gern können, was? Aber jetzt hier das Ding. Dass Sie uns bestehlen würden. Sie sind nur eine Diebe in viel zu kurzen Hosen. Das hat sich ja gelohnt. Hier kommt gleich noch eine. Oh, wir haben nichts mehr zum Heilen. Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gern können, was? Nein, in die Bombe reingelaufen. Ah, wofür sind diese Plattformen? Da habe ich jetzt noch nicht so ganz durchgelegt. Die eine konnten wir ja ziehen, aber die andere nicht. Machen wir es auf Ihre Weise. Passen Sie jetzt gut auf. Typ ist voll Arsch. Habe ich ja schon erwähnt. Machen wir es auf Ihre Weise. Die Zielerfassung ist voll für den Arsch hier. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Machen wir es auf Ihre Weise. Machen wir es auf Ihre Weise. Klappt irgendwie nicht. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Es geht nicht. Warum auch immer. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. Gut. Machen wir es auf Ihre Weise. So ein Bosskampf ohne was zu heilen ist gar nicht gut. Irgendwie. Aha. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Fahren Sie zur Hölle, Lara! Passen Sie jetzt gut auf. Passen Sie jetzt gut auf. Ach so, da war noch was drunter. Jetzt verstehe ich. Das würden Sie auch gern können, was? Das würden Sie auch gern können, was? Oh! Ihr Spielzeug ist ziemlich praktisch.
Trotzdem hätten sie so. Genau, spring da hoch. Können, was? Sie würden nicht glauben, was Amanda entdeckt. Hey, was machen Sie denn? Haha. Jetzt scheint es besser zu laufen. Ach, der heilt sich da oben wahrscheinlich irgendwie immer. Das würden Sie auch gern können, was? Sie würden nicht glauben, was Amanda entdeckt hat. Hätten Sie sie in Paraiso nicht zurückgelassen, wüssten Sie es. Das würden Sie auch gern können, was? So, jetzt hier den noch. Ich verstehe, dass Sie Ihr Leben lang nach diesem... Das können Sie vergessen. So. Sie beschleunigen die Sachen nur. Hey, Sie haben ja auch welche, meine Damen und Herren. Ah ja. Typisch Mann. Meiner ist größer. Wissen Sie, verschwenden Sie sie nicht, Lara. Sie haben bestimmt nicht viele. Fahren Sie zur Hölle, Lara. Das würden Sie auch gern können, was? Wo wirst du nur hin? Ich bin da gar nicht, Junge. Das würden Sie auch gern können, was? Weg, 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 weg. Passen Sie jetzt gut auf. Das würden Sie auch gern können, was? Komm schon, der ist gleich tot. Oh, Gott sei Dank. Ich bin nicht Ihr Feind, Rutland. Doch, jetzt wohl. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Oh. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... Ich komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hört zu, ich muss sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasastar. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und such ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich mache einstweilen einen Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Glückwunsch, Sie haben einige geheime Objekte freigeschaltet. Werfen Sie im Extras-Menü einen Blick auf folgende Belohnungen. Zwischensequenzen, Biografien, Kostümauswahl, Objektmodelle. So, Sie haben ein neues Kostüm freigeschaltet. Wollen Sie es ausprobieren? Gehen Sie in Laras Schlafzimmer, wählen Sie im Hauptmenü zum Level an. Ah, Laras Schlafzimmer, aha. Weiter. Ah, okay, jetzt haben wir ein bisschen dicker angezogen. Gut, auf nach Kasachstan. Da bin ich ja mal gespannt. Kommt alles da. Schieß los. Ich hatte recht. Es war ein Geheimprojekt des Sowjets in den 50ern. Das Projekt Carbonic. Das Labor hat ein altes Schwertfragment untersucht. Aber irgendeine Katastrophe hat den KGB auf den Plan gerufen und er hat das Labor dann vollständig aus der Geschichte getilgt. Fast. Unten scheint es Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Rutlands Männer greifen die Kasachen an. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist irgendwie mit der Militärbasis verbunden, leider wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach komm schon, Sie. Warten ist was für Weicheier. Und für Leute ohne Fallschirm. Okay, ich sehe mich mal um. Geh du voraus und spring, wenn du bereit bist. Cool, Fallschirm springen? Aber so ist das gar nicht. Das funktioniert. Na ja, nehmen wir mal Anlauf. Moment, schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Ja, hier ist nix, okay. Ja, dann Banzai, ne? Hui! Cool. Muss ich jetzt steuern? Das war aber knapp. Wunderbar, Lara. Aber du bist genau in ein Wespennest gesprungen. Cool, ein Maschinengewehr. Auf geht's. Fässer irgendwo? Jawohl. Alles in die Luft jagen.
Ich vermute, meinen LKW können wir nicht in die Luft jagen.